Was haltet ihr von Spinnen? Ihr wisst schon, diese krabbeligen, behaarten, gruseligen Dinger, die immer bei euch im Zimmer rumkrabbeln. Wer jetzt sich gedacht hat, boah, ich lieb den, bitte, da ist die Tür. Bitte, jetzt bitte aufstehen. Mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Aber wir gucken uns wieder die viralsten Videos der Woche an und glaubt mir, heute wird es Spinnenbegegnungen geben, die ihr niemals sehen und erleben wollt. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Schaffen wir 5000 Likes, komm, Leute. Ich glaub an euch. Ihr schafft es, okay? Let's go. This soccer fan jumped onto the field. Dieser Fußballfan will... Oh mein Gott, Jimmy. Oh mein Gott, Jimmy. Oh mein Gott, Digga, selbst die Security ist überfordert. Alle schaffen es drauf zu laufen, nur Jimmy nicht. Jimmy, jetzt merkt ihr, wie er immer langsamer wird. Jimmy! Er läuft bestimmt immer noch. Jimmy läuft bestimmt immer noch von Stadion zu Stadion und versucht, aufs Spielfeld zu kommen. Bruder, einen Job, Alter, und er hat einfach verkackt. Beste Leben. Mir fällt gerade auf, ich sehe aus wie Rudolph the Red-Nose Reindeer. Digga, ich habe einfach einen Pickel vorne an der Nase. Schaffen wir ein Like für Pickel? Save der Pickel. Wegen dem Pickel werden wir jetzt mehr Likes auf dem Video haben als auf jedem anderen Video. Einfach nur, weil Pickel und ihr lustig findet. Scheiß Video. Ah, moin, eine Katze. Süß, Digga. Was geht? Oh mein... Ah, mein... Bro, na, Fam, okay. Bruder, was machst du dann mit der Katze? Tust du sie entweder packen und durch die Luft werfen oder dann doch wie John Cena, Alter, den F.U. rocken? F.U. Ich wäre für durch die Luft werfen. Spinnst du? Verdammter Mann, du doch keine Katze durch die Luft werfen, sondern nur Babys. Das solltest du doch mittlerweile wissen. Bro. Wieso, die haben gerade eine Wassermelone auf dem Auto geworfen. Wie kommst du auf die Idee, eine Wassermelone auf ein Auto zu werfen? Bruder, aber der Soundeffekt war satisfying. She tries to sneeze with her eyes open. Sie niest mit offenen Augen. Bro. Die hat für eine Sekunde in meine Seele geguckt. Die hat reingeguckt, Alter. Da kam ein innerer Dämon raus. Wenn ihr mit offenen Augen niest, guckt euch das mal an. Ich werde dich aufessen. Ich werde dich finden und verspeisen. Du siehst lecker aus. Alle eure Seelen. Ich werde euch essen. Okay, genug Internet für heute. Nee, wir niesen niemals mit offenen Augen. Wonder how she found out she could create sparks with her shoes. Bro, sie kann Funken mit ihren Schuhen machen. Okay, yo. Digga. Was? Oder stellt euch mal vor, Alter, ihr verkackt bei der, Alter. Stellt euch mal vor, wisst ihr, was die dann macht? Die macht das nicht auf dem Boden, die macht das in eurem Gesicht, Alter. Deswegen bin ich Single. Deswegen bin ich Single. Bro, das finde ich so crazy. Guck mal, in New York oder so, du stehst in deiner Wohnung, auf einmal kann jederzeit sein, dass da einfach Fensterputzer kommen. Wirklich ungelogen, ne? Super krank, Alter. Bro, hätte ich gar keinen Bock drauf. Stell dir vor, du liegst da gerade irgendwie, weiß ich nicht, mit Windeln im Bett. Wieso sollte man mit Windeln im Bett liegen? Nur weil ich immer Windeln anhab bei meinen Gruselvideos, heißt es nicht, dass Leute mit Windeln im Bett liegen. An meinen Cutter, bitte schneid das nicht rein. Der ist süß! Ah, gar nicht süß! Um Gottes Willen, Bro, bitte sag mir nicht, dass... Oh na, Bro. Bro, she belongs to the streets. She belongs to the streets. Ladies and gentlemen, this girl belongs to the streets. Oder bei solchen Videos, Alter, ich schwör's euch, stellt euch mal vor, diese Person trefft ihr bei einem Freitagabend schön ein bisschen feiern und ihr küsst die. Und dieses Video hat die am Nachmittag aufgenommen. Wisst ihr, was ihr in eurem Mund danach habt? Oder nein, ich küsse nie wieder jemanden. Nie wieder, Alter. Nie wieder, Alter. Stimmt's, Baby? Wir bleiben einfach zusammen. Stimmt's? Ah, wieso? Verdammt normal, Alter! Der hat mir ins Gesicht geschlagen! Was geht? Okay, alles klar. Gut, sie hat die längste Zunge der Welt. Amazing what happens when you put a coin in between four batteries. Was? Oh mein Gott, wie krank ist das denn? Vier Batterien und dann eine Münze, das passiert? Wieso hat sie ein Getränk in ihrer Tasche? Digga, ich bin super verwirrt, was ist das für ein Video? He was having a good day until it hit him. Er hatte... Oh mein... Bro. Alter. Bruder, wenn du One Direction hörst in deinem Zimmer, alleine, jeder kennt's, man macht Musik an, man hüpft ein bisschen rum, man hört mal ein bisschen komische Musik, ja? Die Lampe hatte gar keinen Bock drauf. Die Lampe hat gar keinen Bock auf One Direction. Die Lampe hört alles. Dua Lipa, Alter. Eminem. Egal was, aber kein One Direction. Diese Lampe hat einen Angriff gestartet. Glaub mir, bald werden die Lampen die Welt erobern. Okay, Bro, ich weiß nicht, was ich heute rede, aber bitte verzeiht mir. Es ist so seltsam. Scheiß Video. Excuse me, could you please lift the lid on the red bin for me? Sie sagt, könntest du die Mülltonne bitte aufmachen? Alright. Hey,
dachte, die wirft jetzt vorbei. Der Clip hat ja gar keinen Sinn gemacht. Was geht bei der ab? Hä, was war da? Hä, kann mir irgendwer sagen, was passiert ist? Das war jetzt ein bisschen creepy. Bro, wo kam das denn jetzt her? Hä, ist da irgendwas passiert bei dem Video? Bro, ich habe nichts erkennen können. War da irgendwie eine Spinne? War da irgendwas Krasses? Kann mir bitte wer erklären? Ist da irgendwas passiert? Ich habe es nicht gesehen. Oh mein Gott, ist das krass. Boah, das sind so Elektrizitätsarbeiten. Wahnsinn. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Notice anything off with this clip? Okay, sie hat irgendwie... Nee, irgendwas stimmt da nicht. Boah, du kannst sagen, was du willst, aber da ist irgendwas bearbeitet worden. Never ever hat die solche Beine und Arme. Also, wenn es das gibt, crazy, aber das sah für mich nach Photoshop aus. Ich glaube, da ist was dahinter. Das war nicht das, wofür wir es halten. Das war ein Fake. Digga, ist das ein Regenwurm, der da auf der Scheibe sitzt? Was ist das auf der Scheibe? Bro, ist das satisfying. Hey, krass, das ist so eine Tattoo-Maschine. Wie cool war das denn? Ja, solche Dinge habe ich schon voll oft gesehen, aber finde ich mittlerweile nicht mehr so krass. Okay, nein, Bro. Nein. Nein, nein, ich werde mir nicht angucken, wie der oder die das jetzt ist. Nein, werden wir nicht machen. Nein, Bro, habe ich keinen Bock drauf. Ist, nee. Digga, nee. Brauche ich nicht sehen, will ich nicht sehen. Alter, ich verstehe nicht, wie man das essen kann. Will ich nicht? Nein, machen wir nicht, Leute. Ach du Kacke, Bro, was ist da denn drinnen? Was? Break 10 pencils without using my leg? Okay. I can already squeeze 3 sets of hand grips at one time, so I should be able to do this easy. Oh, 10 are here? Let's see. Der will 10 Stifte jetzt auseinanderbrechen? Das will ich sehen. Was? Okay, Bruder, Alter, der Typ, ich sag's euch, wie es ist, der hat die Muskeln irgendwoher, Alter. Der hat diese Armmuskeln irgendwoher und jeder kann sich jetzt seinen Teil denken. Ich weiß nicht, woher er sie hat, ich weiß nicht, was ihr gerade denkt, aber irgendwoher hat er diese Armmuskeln und der trainiert sehr viel. Der trainiert sehr viel. 11 fingers, so, sie one, hat 11 Finger. 2, skip these 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warte mal, wie hat die das gemacht? Also 11 Finger anscheinend. Also 1, 2. Nee, warte, wie war das? 1, 2. Die 3 aufheben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? Die Digga, ist geprankt worden? Ja, ich check's nicht, Alter. Keine Ahnung. Kacke auf die, Alter. Die kann nicht zählen. Die ist zu blöd zum Zählen. Beider. They thought the goldfish was gone. What's Harambe? Digga, ist das sad. Nein, Bro. Digga, nein. Nein. Bro, nein. Die dachten einfach, der Goldfisch ist ripped. Der hat sich nicht mehr bewegt. Auf einmal, wenn die spülen, fängt er an sich zu nahe. Dieser Goldfisch, das war Tarnung. Bruder, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Dieser Goldfisch, der hatte einfach nur keinen Bock mehr, bei denen zu sein. Der wollte in die Natur, der wollte raus, der wollte in die Kläranlage, was weiß ich wohin. Der ist weg, Alter. Der wollte durchziehen und die Welt erkundigen. Bruder, das war's ja mal komplett. Okay, wir haben hier... Oh mein Gott, das ist in seinem Zimmer. Das sind Spinnenbabys in seinem Zimmer. No freaking way. Und die Mutter ist... Nein. Bruder, das ist in seinem Zimmer. Das ist in seinem Zimmer. Leute, habe ich gesagt, dass es in seinem Zimmer ist? Das ist in seinem Zimmer. Da oben in der Ecke. Was ist... Das ist in seinem Zimmer. Ich will nicht drüber reden. Ey, das ist... Nee. Würde ich mir nur eine Sekunde vorstellen, dass es da oben ist. Nee, ich kann nie wieder schlafen. Bruder, nein, ich kann nie wieder schlafen. Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo da, falls ihr mehr davon wollt. Und danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dann. Haut rein. Tschüss.